Oh mein Gott, Sandmonster! Wie kommt man denn gegen die an? Aua, aua, aua. Vor allem das Schlimme ist, es sind unsere eigenen Untertanen. Benutzt den Dolch. Was? Ich soll den Dolch benutzen? Ja. So, da habe ich den irgendwie eingesaugt. Ja, ich mach doch schon, Mädchen! So, der nächste bitte. Hallöchen! Ja, schönen guten Tag auch! Jedes Mal, wenn ich sie niederstreckte, erhoben sie sich und kämpften weiter. Ich merkte schnell, dass ich sie von ihrem elenden Dasein befreien konnte, wenn ich den Sand, von dem sie besessen waren, in meinen Dolch sog. So, jetzt bin ich auch wieder da. Ich wollte nur kurz dem ausquatschen lassen. So, ist keiner mehr hier. Boah, es What? Neue? Das gibt's doch gar nicht. Weg mit dir! Wow, er hat ausgeholt. Das habe ich gerade gesehen. Nur leider konnte ich nicht so schnell reagieren. So, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ja, Hallöchen! Schlag zu! Oh, das wäre beinahe schief gelaufen. Alter, ich bin gleich tot! Wow! Das ist der Dolch! Er kann die Zeit zurückdrehen! Ist doch gut! Musst du mir noch nicht sagen. Ich habe das Ding doch schon einmal ausprobieren dürfen in der Schatzkammer. Wo mich beinahe alles... wo mich beinahe so ein komischer Brocken erschlagen hätte. Okay, das ist im Moment so das Wirkungsvollste. Einmal drüber springen und, zuhauen. Oh, zwei auf einmal. Der ist weg. So, der nächste bitte. Yeah. Und der letzte, wie es aussieht. Boah. Was zur Hölle ist das da? Hä? Hm, wird schon nichts Schlimmes sein. Ich gehe einfach mal in den Strahl. Boah! Dann wollen wir mal speichern. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Oh Mann, was? Wo? Wie? Ihr haltet mich für verrückt. Ich sehe es in euren Augen. Ihr glaubt, meine Geschichte sei erfunden. Vielleicht bin ich verrückt. Wer würde es mir verdenken? Aber ich versichere euch, dass jedes Wort wahr ist. Oh mein Gott. So, dann trinke ich mal was. Ich bin ja halb tot. Lecker Wasser. Zwei Schluck genügen und dann bin ich wieder topfit. Ich könnte mir sogar ein Bein brechen. Und wenn ich Wasser trinke, dann macht es einmal so... Und dann ist es wieder eingerenkt und dann kann ich weiterlaufen. Ja, Wasser macht's möglich. Trinkt mehr Wasser, Freunde. Wartet! Kommt zurück! Nein, du darfst doch nicht einfach weglaufen. Oh mein Gott. Atemberaubender Raum. Wo zur Hölle bin ich hier? Wo ich jetzt hin muss, bin ich auch noch nicht ganz schlau geworden. Aber egal. Wir laufen. Oh, abrutschen. Und genau auf die Treppe. Super. Gästezimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, der ich die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Toll. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Bitte? Du hast doch diese Frau da eben gesehen. Die lebt doch wohl, oder? So, kann ich das hier durchhacken? Moment mal. Hallo? Okay, das sah gerade so aus, als ob die aus, ich weiß nicht. Was ist denn das? Benutze den Dolch. Drück auf Dolch benutzen, um Sandwolke aufzunehmen. Okay. Achso, nicht E. R. E. Sand aufgesammelt. So, steckt man den mal weg. Und ich glaube, ich muss da hoch. Hui. Oh, so auch nicht. Hallo? Kannst du auch mal das tun, was ich will? Okay. Einfach da hochhüpfen. Hüpf. Und jetzt fangen wir mal an zu schwingen. Und heps. Und juhu. Und nochmal schwingen. Und juhu.
Und jetzt so dolle schwingen, dass ich hochfliege. Juhu! Und jetzt noch mehr und juhu! Und da bin ich. Wow! Mann, ich kann voll die tollen Sachen. So, laufen wir mal hier rüber. Jubi! Und weiter geht's. Und hepp! Und hepp! Das war ein guter Kambo. Kambo! So, was haben wir denn hier? Ich höre doch hier wieder so ein Geräusch. Ist das da oben? Ey, das ist tatsächlich hier oben. Cool. Ich benutzen. Wir müssen auf jeden Fall Sand sammeln, weil ihr seht ja diese Anzeige da links, ne? Mit diesen ganzen Sandwolken. Halt! Halt doch! Endlich an. Komisch, ich dass... Sie wirklich gesehen? Oder ja. Haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Wie auch immer. Ich konnte nicht ruhen, ehe ich sie nicht wiedergefunden hatte. Ja, ist ja gut. Ich find's nur immer komisch, dass genau hinter ihr dann die Räume zusammenbrechen. Das ist irgendwie komisch. Hepp. Hepp. Oh je, jetzt kitzelt meine Nase. Das ist nicht gut. Ich will hier nicht niesen. So, hepp. Hepp. Da bin ich. Und ich kann leider nichts saufen. Verdammt nochmal. Ich hab Durst. Bei diesen Temperaturen draußen muss ich doch was trinken. Hier in Persien ist es total heiß. Na gut, ich glaube, er ist die Temperaturen gewohnt. Ja, hier ist irgendwie nichts. Schade eigentlich. Hätte ja sein können, dass da was ist. Und wo komme ich jetzt hin? In den nächsten atemberaubenden Raum, der einfach zu groß ist. Boah, für ein einfaches Schlafzimmer so ein Riesenraum, ne? Das ist... Boah, wie die Gebäude früher gebaut haben, da... Schon irgendwie... Nicht übertrieben, ne? So, dann wollen wir hier mal ein bisschen runter. Sturz ab! Juhu! Platsch! Was zur Hölle? Wow! Ich wollte aber keine... wie soll ich sagen? Nee, ich sag jetzt mal lieber nichts dazu, was ich gerade sagen wollte. Bettsklaven, naja, so, das reicht jetzt. Genug Einblick in die Welt von Terrador, die ich gerade in meinem Kopf gebildet habe. Verdammt nochmal. Den haben wir auch abgemust. Schönen guten Tag, was wollen Sie denn? Ja, Sie wollen ein... Oh. Juhu. Oh, scheiße. Patsch, den... Ich begann zu verstehen, warum der Visier in Ungewinn besitzt. Ich merkte schnell, dass der Dolch die Zange nicht halten konnte, wenn ich genug Sand gesammelt hatte. Oh. Nicht für mich, aber für meine Feinde. Cool. Ich hatte den auch gerade so, ich hatte den gerade etwas versandet, den Kerl da, und dann konnte ich den durchschlitzen, so einmal in der Mitte durch. So, wir müssen da hoch, so wie es aussieht. Und schwingen und einmal drehen bitte und hupsala. Sapalot, ich stürze ab. So, dann müssen wir einfach mal die Zeit zurückspulen, weil ich einfach zu blöd war. Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Maharajas zufällig widerfahren war, konnte ich nach Belieben auslösen. Mit cool. Einem kleinen Schalter am Schaft des Dolches konnte ich die Zeit zurückdrehen. Aha, cool. Ich gehe da mal rein, ne? Ja, oh, ich fühle mich so müde. So, dann speichern wir mal. Also das war auch wieder eine tolle Vision. Und ja, ich möchte speichern. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Schön. Oh Mann, ich auf dem Boden schlafe ist echt unbequem. Woher kamen diese Visionen, die mich wie fiebrige Träume überfielen? Wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Als ob mir der Sand der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährte. Du Depp, warum gehst du auch in dieses Ding rein? Wenn du dich dann matt fühlst. So, dann schlürfen wir mal wieder. Lecker Wasser. Ich liebe Wasser. So, dann wollen wir hier mal wieder hacken. Weil ich habe ja echt den ganzen Tag nichts zu tun. Ich mache gern Sachen kaputt. Muss ich da hin? Ja, ich glaube, ich muss hier irgendwie hin.
Sand! Schon irgendwie lustig, dass man den Dolch einmal so richtig unten in die Platte rammt. Und das macht den gar nichts aus. Wird nicht krumm oder so? Nein, der ist ja aus Diamanten gemacht. Ich glaube sogar, dass er aus Diamanten ist, weil der ist ja ziemlich bläulich, ne? Oh, was ist denn hier? Jetzt geht's einmal nach unten und einmal hierhin. Gehen wir nochmal rein. Hallo? Tolle Musik. Sieht hier schick aus. Wo geht's denn hier hin? Ins Dunkle. Was zum... Hallo? Bricht das gleich zusammen oder warum wackelt das so derbe? Hat's wohl gerade nicht so gemerkt. Oh, ist hier jemand? Jetzt habe ich gerade hochgezogen. Das war nicht gut. Wollte ich eigentlich nicht. Entschuldige. Ich bin nicht mehr ein Asad. Ja, ich glaube auch. Hier geht's nämlich rechts und links ganz schön tief runter. Oh, Wasser. Wer hätte es denn erwartet? Lecker. Oh! Was? Wo? Hä? Boah, Mann. Was ist geschehen? Seltsam. Ich fühle mich wundervoll. Oh, und ich mich erst. Dieses Gefühl. Oh, ich fühle mich so erfüllt. Oh, meine Güte. So, dann wollen wir mal hier rüber. So, runter. Boah, wie ich mich gerade fühle. Dieses Zeug hat richtig reingehauen. Ist ja schlimmer als ein Schnaps. Uiuiui. So, dann hier einmal durch. Na gut, von Schnaps wird man nicht wach. Na gut, eher Red Bull. Ja, also Red Bull, genau, Red Bull. Schnaps, da wird man ja schlapp von, also... Und schwach. Wow! Gebt mir den Dolch. Wer seid ihr? Ich bin Farah. Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Lauf! Zurück in die Eingangshalle und wartet dort. Los! Yeah, jetzt geht's richtig zur Sache hier. Knatternd hier. Jetzt haben wir hier solche komischen Riesenkäfer, gegen die wir jetzt natürlich hier Geschnetzeltes bringen hier. Oh, noch einer, der geschnetzelt werden will. Juhu! Und es bebt schon wieder. Und sie waren fort. Und kamen nie... Wieder. Nun erinnerte ich mich an sie. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. In der Wüste fühlte ich ihre dunklen Augen auf mir. Sie und ich, die zwei einzigen Überlebenden. Sagte ich zwei? Verzeiht, wir waren drei. Und auf geht's, Sand! Juhu, Sand haben wir jetzt. So, ja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach, hier rüber. Na, geht ja noch. Oh, sieht aus wie ein Balkon. Ach du Heilige. Oh mein Gott, da geht's ja runter. Da war Wasser, habe ich schon gesehen. Was? Du zeigst mir diesen ganzen lächerlichen, tollen, schönen Raum und dann zeigst du mir so einen lächerlichen Schrank? Willst mich doch verarschen. Ich höre hier irgendwie ein Kichern. Das macht mir Angst.